Herr Staatsminister, sehr geehrter Dr. Seidorf, sehr geehrte Frau Schandler, sehr geehrte Herr Kurin, auch uns ist es natürlich als Münchner Polizei ein großes Anliegen, das Gedenken an die Opfer des Olympia-Attentats aufrechtzuerhalten. Im Namen der Münchner Polizei möchte ich einen besonderen Dank an Herrn Kurin und sein Team und an die Frau Dr. Seidorf vom NS-Dokumentationszentrum richten, die letztendlich diese Konzeption 12 Monate, 12 Namen zu Ehren der Opfer des Olympia-Attentats in Leben gerufen haben. Die Erinnerung an unseren Kollegen Polizeiobermeister Anton Fliegerbauer steht im Februar im Zentrum. Gleichwohl soll auch das Gedenken an die 11 getöteten Mitglieder der israelitischen Olympiamannschaft wach gehalten werden. Daher ist mir eine besondere Ehre, dass auch die Generalkonsulin des Staates Israel, Frau Shamir, dieser Installation und dieser Eröffnung beiwohnen kann und anwesend ist. Der Terroranschlag von 1972 gehört zur Geschichte der Landeshauptstadt München, aber natürlich auch zur Geschichte der Münchner Polizei. Wir wollen deshalb mit der Projektion des Porträts von Anton Fliegerbauer in der Edtstraße an das Geschehen und die tragischen Folgen vor 50 Jahren erinnern. Anton Fliegerbauer wurde nur 32 Jahre alt und beim Einsatz auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck durch Terroristen getötet. Das Polizeipräsidium München wird Anton Fliegerbauer ein ehrendes Gedenken bewahren und seinen Tod nicht vergessen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden von Anton Fliegerbauer. Herzlichen Dank. Herr Innenminister, die Generalkonsulin des Staates Israel hat gerade gesagt, wie stark am Leben dieser Tag von 1972 immer noch in Israel ist. Es gibt jetzt einen Ort des Erinnerns endlich. Was hat es mit Ihnen persönlich gemacht? Wirkt es auch in Ihrem Amt noch nach? Zum einen kann ich mich persönlich noch sehr gut erinnern. Damals war ich gerade 16 Jahre alt. Ich war hier während der Olympischen Spiele bei meiner Großmutter in München zu Besuch. Ich habe an diesem Tag die ganzen Radiomeldungen ständig verfolgt über diesen Anschlag. Ich habe auch zu denen gehört, die dann um Mitternacht die zunächst falsche Botschaft wahrgenommen haben. Es ist alles gut gegangen, die Geiseln sind befreit. Und umso größer war der Schrecken am nächsten Morgen, wie ich wieder das Radio eingeschaltet habe und dann diese fürchterliche Nachricht kam, dass alle gestorben sind. Das hat mich damals unheimlich schon getroffen und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ja, natürlich stehe ich heute auch in dieser Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in unserem Land und wenn man es heute nüchtern betrachtet, dann weiß man, was damals alles natürlich auch falsch gemacht worden ist. Die Polizei in Deutschland und in Bayern hatte keine Erfahrungen mit terroristischen Anschlägen, das war etwas völlig Neues, das war in dieser Form auch zum ersten Mal überhaupt. Und wir haben daraus gelernt, GSG 9, SEK in Bayern und inzwischen mit vielen, vielen, Gott sei Dank, sehr erfolgreichen Einsätzen. Das ist wichtig. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass wir heute in jeder Hinsicht, ob es große sportliche Ereignisse sind, ob es andere sind, natürlich alles immer auch für die Sicherheit der Menschen tun. Denn das ist leider nicht aus der Welt, wenn ich nur an den schrecklichen Anschlag denke in Paris. Im November 2015, wo dann ja wieder auch versucht worden ist, auf ein Sportereignis einen Anschlag zu verüben. Das sind Gefahren, vor denen wir heute auch nach wie vor stehen, die eine Herausforderung auch für heute für unsere Polizei bleiben. Aber entscheidend ist schon, dass wir eben auch nicht vergessen, was damals geschehen ist, dass wir die Erinnerung an die damals ermordeten israelischen Sportler bewahren und eben auch an unseren damals getöteten Polizeikollegen.